Hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zurück bei Star Citizen News und heute soll es um die Inhalte von Alpha 3.23 gehen, denn bald dürfte es soweit sein, dass dieser wirklich gigantische Patch in die Wave 1 rutscht und dann auch peu à peu live geht. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Wir reden also gleich über den neuen Charaktereditor, das neue Mobiglas, die Star Map, die Minimap, Interaktionsupdates, die persistenten Hangars, Frachtaufzüge, Master Modes, neues Flugmodell, Tiere, Industrieanlagen, Trading-Mission, Fraktions-Updates, Ingenieurs-Gameplay, Replication-Layer und vieles, 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 vieles mehr. Also lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen-Themen interessiert und kommt nachher in den Stream, denn genau jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier gerade aufnehme, läuft der neueste Evocati-Patch und ich werde euch nachher im Stream dann davon berichten, wie das Ganze lief, was es Neues gab und wie gut er sich insgesamt spielte, denn das dürfte ja Auskunft darüber geben, ob er dann schon bald, vielleicht noch Ende dieser Woche, in die Wave 1 rutscht. Jetzt fangen wir an mit den Inhalten des Patches und ich will das Ganze vom Aufbau so machen, wie ihr es auch erlebt. Also von der Reihenfolge her, wenn ihr euch das erste Mal einloggt, peu à peu die Sachen durchgeht, dann könnt ihr das ja auch quasi als Leitfaden direkt dafür benutzen. Punkt 1, Charaktereditor. Der ist natürlich komplett neu, ihr habt es schon gesehen, wir können jetzt nicht nur Mann und Frau wählen und da ein bisschen rumfummeln, nein, wir können wesentlich mehr tun, wir können das ganze Gesicht verändern, wir können die Frisuren besser anpassen, wir können dem Charakter auch Bärte geben, Sommersprossen, wir können vor allem färben, wir haben ein umfangreiches Farbtool inklusive Doppelfärbungen mit Ergrauung und dann kann man auch wieder färben, also jede Menge Zeug, auch Frauen dürfen Bärte haben, wir dürfen unsere Charaktere auch schminken, wir können alles machen, Lippenstift drauf und so ein bisschen Rouge, alles ist erlaubt. Das heißt, ihr könnt euch richtig krass austoben und ihr könnt euren Charakter sogar speichern und später wieder importieren und exportieren. Das heißt, wenn ein Patch kommt oder irgendwas passiert oder ihr vielleicht als Orga beispielsweise entscheidet, wir machen eine Art gemeinsame Orga-Schminke oder so, dann könnt ihr diesen Part ebenfalls euren Orga-Membern schicken und dann sehen alle gleich aus, also haben alle dieselbe Schminke drauf und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Gewinn auch für die zukünftige Zeit von Star Citizen. Punkt Nummer 2, das neue Mobiglas und das hat bzw. auch das Interface im Spiel. Das dürfte direkt auffallen, wenn ihr auf F1 drückt. Ich darf euch leider nicht die ganzen Apps zeigen, das sehen wir dann nachher dann, wenn es in die Wave 1 geht. Aber glaubt mir, da hat sich sehr, 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 sehr viel getan. Es ist viel übersichtlicher, es ist neuer, es kostet auch weniger Performance. Es ist nämlich jetzt in Building Blocks gebaut und nicht mehr in Flash. Und es sollte eigentlich allen Leuten deutliche Verbesserungen bieten. Das neue HUD und Interface, was wir sehen, also mit einem Helm auf zumindest, haben wir jetzt oben links die Minimap, wir haben unten unsere Anzeigen für Gesundheitszustand, wir haben unsere Munitions- und Waffenübersicht, wir haben überall einen Kompass und auch ohne Helm haben wir eine Minimap, wir können Kurse setzen, wir können also selber uns auf der Minimap irgendwas markieren, dann haben wir eine Art Routenführung an diesem Punkt und wir sehen auch Türen, wir sehen Shops, wir können alles wunderbar erkennen und das heißt, gerade für Neulinge dürfte diese Minimap und auch die Star Map deutliche, deutliche Verbesserungen bieten und es ihnen viel, viel mehr erleichtern als bisher. Stichwort Star Map, auch die ist komplett neu gebaut. Wir kennen das schon aus der CitizenCon. Dazu gibt es am Donnerstag, glaube ich, ein Inside Star Citizen, also quasi übermorgen. Und da kommen wir auch nochmal rein, was da nun genau noch geplant ist. Aber Fakt ist, ihr könnt euch Routen planen, ihr könnt euch eigene Marker setzen. Es gibt eine Suchfunktion für Locations. Es ist viel übersichtlicher, es ist viel schöner auch gemacht, auch performanter. Es ist nicht mehr dieses komische Rein- und Raus-Wursteln, dann wird es irgendwie unsichtbar. Das fällt alles komplett weg. Und ihr habt sogar Koordinaten mit dabei. Das heißt, auch andere Spieler können mit Hilfe dieser Koordinaten sich dann wahrscheinlich bald Punkte setzen und dann quasi ja auf diese Weise sich auch Punkte miteinander teilen. Was allerdings noch nicht neu ist, ist die Routenführung. Jedenfalls aktuell in 3.23 ist es noch immer so, dass die Star Map zwar schön und hübsch und neu ist, aber die Punkte, die man anspringt, nicht ganz korrekt sind. Das heißt, es kann sein, ihr wollt von Arkorp nach Hurston fliegen und die Route führt euch quasi durch Arkorp durch, weil ihr nicht checkt, dass ihr eigentlich erstmal zum UM-Punkt müsst. Das ist aber eine andere Baustelle. Ich hoffe, wird noch gefixt, aber aktuell ist das Problem immer noch vorhanden. So, aber zum Fliegen kommen wir nachher nochmal, gehen wir einen Schritt weiter und gucken uns das neue Interaktionssystem an. Das ist noch nicht ganz drin im jetzigen 3.23, das wird aber noch in den nächsten Tagen und Wochen vervollständigt werden. Wir haben dieses neue Interaktionsmenü mit der F-Taste, wir können die rechte Maustaste gedrückt halten, bekommen dann immer ein Auswahlrad mit den restlichen Optionen. Das heißt, worum es geht ist, dass dieses Listenmenü, diese Maus-Over-Hover-Wörter quasi wegfallen und durch dieses Radialmenü ersetzt werden und das ist natürlich wesentlich besser,
weil es A, dann völlig unabhängig davon ist, welchen Controller ich benutze, also Maus, Tastatur oder Joystick oder Gamepad oder auch mit theoretisch irgendwelchen VR-Controllern, das geht überall. Das ist ein super gutes Allround-Interface quasi für alle Eingabegeräte und ist auch wesentlich performanter und schneller als das bisherige. Außerdem können wir eine primäre und eine sekundäre Aktion immer festlegen, und zwar individuell für die einzelnen Objekte. Das heißt, mit der F-Taste wäre jetzt die primäre Aktion, kann ich zum Beispiel ein Objekt aufheben, und mit der sekundären Aktion kann ich es zum Beispiel benutzen. Das können wir immer festlegen, und das heißt, ich brauche das Radialmenü gar nicht häufig. Ich kann meistens direkt die Interaktion durchführen, die ich machen möchte. So, und das bringt uns eben auch direkt zum nächsten Punkt, nämlich zum neuen Shopping-UI und der Item-Bank. Das Shopping-UI ersetzt das bisherige Maus-over-Hovern über irgendwelchen Bananen oder über irgendwelchen Äpfeln und Getränken oder auch Rüstungen und Waffen, die in den Shops herumstehen. All diese Objekte haben jetzt dieses neue Interface und wir können einfach mit der B-Taste gedrückt das Objekt kaufen. Wir können auch mehrere am Stück davon kaufen, indem ihr einfach immer wieder B kurz gedrückt haltet. Es gibt auch eine Item-Beschreibung, den Item-Namen, den Preis, alles tipptopp. Und das dürfte auch gerade Neulingen wieder helfen, sich besser zurechtzufinden und schneller Sachen zu kaufen. Und es dürfte auch die Display-Zeiten an den Displays verringern, denn, naja, man muss sich jetzt nicht mehr anstellen. Man kann einfach hingehen, zack, 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 alles zusammen kaufen, das dauert keine Minute mehr und dann bist du quasi fertig. Habe ich auch getestet, kann ich bestätigen, das klappt wirklich sehr, 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 sehr gut. Die Itembank hingegen konnte ich noch nicht testen, die ist nämlich noch nicht verfügbar gewesen. Wir haben die in allen Locations. Was ihr hier wissen müsst, das Inventar von der Location fällt raus in 3.23. Also wenn ihr quasi irgendwo seid und auf I drückt, habt ihr ja links euer eigenes Inventar und rechts das Location-Inventar und das rechte, das ist dann weg. Stattdessen gibt es eine Itembank, das sind also diese Displays hier, und da müsst ihr hingehen und könnt euch dann eure Sachen einfach rausziehen, die ihr gerade haben wollt. Das sind FPS-Sachen, das können Waffen sein, Rüstungen, pipapo. Ich weiß aber noch nicht genau, wie es funktioniert, weil es, wie gesagt, noch nicht aktiv ist, aber vermutlich ist es letztendlich einfach ein, ja, physikalisierteres Inventar, wo man hingeht und dann letztendlich sich einfach die Sachen rüberzieht, die man haben möchte. Was ebenfalls mehr physikalisiert ist, und das ist ein ganz, ganz dicker Oschi, der persistente Hangar und die Frachtaufzüge. In Alpha 3.23 haben alle Spieler einen persistenten Hangar, der ist in eurer Home Location zu finden und ist abhängig von eurem größten Schiff, was ihr beim ersten Mal einloggen habt. Das ist jedenfalls der aktuelle Kenntnisstand dazu. Dieser Hangar gehört euch, das heißt nur ihr könnt dort rein, plus alle, die ihr darin einladet. Dieser Hangar kann dekoriert werden, ihr könnt Sachen drin lagern, Kisten, was weiß ich, alles mögliche, ganz nach Belieben. Ihr könnt eure Schiffe innerhalb des Hangars spawnen, weil es ein eigenes ASOP-Terminal darin gibt. Und diese Schiffe kommen unten aus dem Boden herausgefahren über einen, ja, Vehicle-Lift. Ihr könnt sogar mehrere Vehicle dort spawnen und ihr könnt auch Vehicle in andere Vehicle reinbringen innerhalb dieses persistenten Hangars. Über den Frachtaufzug könnt ihr euch alles Mögliche physikalisieren, also zum Beispiel irgendwelche Kisten mit Items drin, ihr könnt aber auch Frachteinheiten euch holen, also SCU-Kisten und natürlich auch Schiffskomponenten und Waffen. All das könnt ihr dann einfach direkt am Schiff anbringen oder die Frachtkisten ins Schiff reinladen, das heißt, das ganze B- und Entladen ist hier ebenfalls physikalisiert. Zum Trading komme ich nachher gleich nochmal, aber das wird auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil sein. Das heißt, ihr kauft quasi eure Waren dann in das Inventar von der Location und dann müsst ihr es euch über diesen Frachtaufzug physikalisieren und dann manuell ins Schiff verladen und umgekehrt beim Verkaufen genauso. So, was ebenfalls neu ist, ist der neue EVA. Der hat wirklich sehr coole Flugeigenschaften. Man taucht eigentlich so ein bisschen durch das Vakuum. Man ist immer mit der Kopfrichtung nach vorne ausgerichtet, nicht mehr mit dem ganzen Körper. Das heißt, du kommst viel, viel besser in irgendwelche engen Gänge rein. Man glitscht auch nicht mehr dauernd irgendwo rum oder der dreht sich auch nicht mehr so komisch. Das ist alles viel, viel besser. Das Ein- und Aussteigen aus irgendwelchen Raumschiffen geht ebenfalls besser. Und ihr könnt im neuen EVA sogar Kampfaktionen durchführen, also mit einem Messer stechen oder eben schießen, ganz normal. Und was ebenfalls ganz nett ist, der hat sogar Treibstoff. Sie wollten es erst nicht bringen, machen es nun aber doch. Und das ist so gemacht, dass du quasi Treibstoff hast, der sich automatisch entlädt, aber nur wenn du Gas gibst. Wenn du kein Gas gibst, dann fliegt der EVA unbegrenzt weiter, bis du eben eine andere Richtung einstellst. Und der Treibstoff füllt sich erstmal noch automatisch auf, wenn du in der Atmosphäre bist. Das heißt, in Luft, also in der O2-Atmosphäre, füllt es sich von ganz alleine. Ist der Treibstoff leer, soll er sich das O2 von eurem normalen Raumanzug nehmen, also quasi von eurer Luftzufuhr.
Dürfte also alles kein allzu großes Problem sein. Er ist auch ungefähr doppelt so schnell wie der bisherige EVA und macht unglaublich viel Spaß. Also ich kann es empfehlen, jedem, der dann diesen Patch dann testet, geht raus, fliegt eine Runde, es wird euch sehr, sehr gut gefallen. Auch die Animationen sind sehr, sehr hübsch gemacht. Man fühlt sich so ein bisschen wie ein etwas langsamer Iron Man. So, apropos Fliegen, nächstes Feature, was neu reinkommt, sind natürlich die Master Modes. Wir haben in Alpha 3.23 drei Modi, beziehungsweise eigentlich zwei und noch so einen dritten drangehängten. Der erste Modus, den ihr bemerken werdet, ist der Landemodus. Das ist quasi der drangehängte. Der ist automatisch immer dann aktiv, wenn ihr das Fahrwerk draußen habt. Der begrenzt eure Maximalgeschwindigkeit in alle Richtungen auf 30 und ihr könnt daher besser beschleunigen und besser verlangsamen als bisher, weil ihr nicht mehr so hohe Speeds einfach hinbekommt. Das ist so eine Art Sicherheitsmodus, gerade für Einsteiger ganz nett. Und ehrlicherweise, 30 Meter pro Sekunde sind um die 100 km/h, das ist also immer noch ziemlich schnell, um ehrlich zu sein, gerade wenn man nur landen möchte. Fahrt ihr das Fahrwerk ein, habt ihr den SCM-Modus, den ganz klassischen, so wie jetzt auch schon, unterscheidet sich eigentlich fast nicht. Ihr habt eure Waffen, eure Schilde, Raketenabwehr, alle Features des Schiffes, auch Mining-Laser, Salvage-Laser und so fort. Könnt ihr alles benutzen, ihr könnt aber eines nicht mehr, nämlich schnell fliegen und auch nicht mit dem Quantum Drive irgendwohin düsen. Denn die Maximalgeschwindigkeiten im SCM sind begrenzt, kommt aufs Schiff drauf an, irgendwas zwischen 150 und 250 Meter pro Sekunde ist das Cap, also quasi die maximale SCM-Geschwindigkeit. Man kann das noch steigern über den Afterburner, aber das ist eher so eine Art, ja, Jägergeschichte. Die großen Schiffe kommen nicht allzu weit damit, also das ist sehr, sehr stark verlangsamt verglichen mit jetzt. In Atmosphären macht das keinen Unterschied, da sind die Geschwindigkeiten generell viel, viel niedriger, so wie jetzt auch schon übrigens. Wenn ihr aber im Weltraum seid, bemerkt ihr es definitiv. Wollt ihr also schnell fliegen, braucht ihr den Navigationsmodus, müsst also auf die B-Taste einmal draufdrücken und umschalten, dann dauert das je nach Raumschiff eine gewisse Zeit, das kann bis zu 30 Sekunden dauern und dann seid ihr im Schnellreisemodus, also im Navigationsmodus. Und mit dem schafft ihr eure hohen SCM-Geschwindigkeiten, also 800, 900, 1000 oder 1200 Meter pro Sekunde. Habt aber dafür weder Schilde, noch Waffen, noch irgendwelche anderen Features der Raumschiffe, außer das Scanning. Das ist das Einzige, was noch geht, plus entsprechend der Quantum Drive. Dieser ist noch wie gehabt, der neue Quantum Drive ist noch nicht in 3.23 drin, der schöne, müssen also darauf noch ein bisschen warten, aber im Endeffekt, ne, das ist das neue Flugmodell. Ihr müsst also immer überlegen, brauche ich jetzt High Speed oder brauche ich jetzt meine Raumschiff-Features? Ihr könnt also ab 3.23 nicht mehr beides gleichzeitig haben. Was sich ebenfalls noch ändert, ist das atmosphärische Flugmodell, aber hier will ich nicht so sehr ins Detail gehen, weil es kann sein, dass das doch nicht übernommen wird oder dass es eher an irgendwelchen Bugs liegt, ist schwer zu sagen. Es ist geplant, dass Schiffe von alleine runterfallen, wenn sie zu lange rumhovern. Seitlich kippen, dann fallen sie weg. Das ist aber noch nicht so richtig drin, das ist aktuell schwer zu beschreiben. Es fühlt sich noch ein bisschen seltsam an. Ich weiß nicht, ob das wirklich schon geplant ist, aber auf jeden Fall fliegen sich die Schiffe etwas anders. Das merkt ihr dann spätestens, wenn ihr es spielt. Habt es einfach mal im Hinterkopf und probiert es ein bisschen aus. So, was ihr ebenfalls ausprobieren könnt, sind die Grafik-Updates sowie DLSS, FSR und Vulkan. Diese Option gibt es neu in 3.23, die dürften euch deutliche FPS-Gewinne bringen, zumindest keine schlechteren FPS als bisher. Wir haben ein massives Grafik-Update im Bereich der Wolken, der Sonnenstrahlen und der Schatten und der Bodennebeleffekte. Das sieht wirklich awesome gut aus, ich lasse ein bisschen Material laufen von der CitizenCon. Das ist wirklich, wirklich, wirklich fantastisch. Gerade, ich empfehle euch mal hier als heißen Tipp, nehmt mal A-Corp. Klingt komisch, nehmt mal A-Corp und macht mal den Flug dann, wenn es geht, in Wave 1, vom Spaceport über die Wolken schön durch. Das ist unfassbar toll. Diese neuen A-Corp-Wolken sind viel, viel besser als die bisherigen, aber auch überall anders. Hurston, Microtech sowieso und auch Horizon. Es ist viel, viel hübscher und die Sonnenstrahlen, je nachdem, was gerade für eine Tageszeit ist, tun dann ihr Übriges. Das müsst ihr einfach wirklich mal richtig selber erleben. Ja, damit die FPS dann nicht in den Keller geht, DLSS, FSR, wenn ihr könnt, aktivieren. Es hat bei mir jetzt grafisch keinen großen Unterschied gemacht, also ich habe jetzt keinen Unterschied wirklich sehen können, aber die FPS gehen hoch. Also ich komme von 30 FPS, 40 FPS hoch auf 80 FPS mit DLSS 2.0 und das ist schon ziemlich nett. So, genug geflogen, machen wir kurz einen Ausflug in den FPS-Bereich, denn da gibt es ganz gravierende Updates, nämlich ein großes FPS-Rework, neues Reloading und das neue Scope.
Ihr seht es gerade schon hier, es gibt ein Fadenkreuz, es gibt neue Zielmarker. Generell sieht alles ein bisschen anders aus. Die Waffen spielen sich auch deutlich anders. Sie haben viel gerebalanced. Zum Beispiel hat die P4 jetzt 40 Schuss anstatt 30, hat einen anderen Schadensmultiplier und viele Sachen wurden angepasst. Auch der Umkreis der Granatwerfer wurde verachtfacht zum Beispiel, machen wesentlich größeren Bereichsschaden und die Railgun ebenfalls. Da hat sich viel getan, aber diese einzelnen Werte will ich jetzt gar nicht so sehr ausbreiten, weil ich glaube, das ist in der Alpha eh nicht ganz so wichtig. Probiert mal die ganzen Waffen dann aus, sobald es verfügbar ist, und testet ein bisschen rum mit den Bunker-NPCs und Co., dann merkt ihr schon, und ihr könnt auch dann in den Patch-Notes jeweils nachschauen, was da sich ganz genau geändert hat, wenn ihr irgendwelche Sachen probieren wollt. Was viel interessanter ist, ihr könnt in 323 aus dem Rucksack nachladen. Das dauert 3 Sekunden länger pro Magazin, lohnt sich also nur in Notsituationen. Ihr könnt aber außerdem noch eure Munition zusammenstecken mit dem Hotkey. Ihr könnt also zwei halbleere Magazine zu einem vollen zusammenpacken, das ist sehr, sehr hilfreich. Und ihr könnt vor allem auch die neuen Scopes benutzen. Also wir haben nicht mehr dieses komische schwarze Interface an den Rändern, sondern ein viel hübscheres Scope und können viel besser aimen, es sieht besser aus, es ist auch akkurater, wir haben nicht mehr diese dicken Lichtstrahlen dazwischen und die Scopes werden sogar richtig gerendert. Das heißt, wenn ihr nicht direkt durchschaut, sondern nur so nebenbei das so ein bisschen beobachtet, dann seht ihr, dass da auch vergrößert wird, obwohl gar nicht durchschaut. Das ist sehr realistisch und sehr, sehr schön gemacht. Wo kann man sowas testen? Na, zum Beispiel in den Bunkern, aber auch in den neuen Industrieanlagen, die ebenfalls Teil von 3.23 sind. Das sind riesige Distribution Center, wie das CRG selber nennt, riesige Anlagen mit mehreren Bereichen. Wir können dort traden, wir können dort verschiedene Missionen erledigen, Söldner zum Beispiel, Kopfgeldmissionen, wir können Lieferaufträge durchführen und natürlich auch das Ganze ein bisschen erkunden. Diese Distribution Center gehören verschiedenen Fraktionen und je nachdem, welcher Fraktion dieses Ding gehört, wird es uns feindlich, freundlich oder eben neutral gegenüberstehen. Konkrete Infos dazu kann ich euch aber erst geben, wenn die auch wirklich im Patch drin sind. Bisher waren sie so lala drin, so, ja, sie wurden hingestellt und ich sage euch, die sind wirklich sehr, sehr schick. Aber es gab noch kein NPCs, noch kein Gameplay, noch keine Mission, deswegen dazu vielleicht dann nachher im Stream was, im Evocator Report nochmal im Detail. Fakt ist, das sind quasi einfach neue Points of Interest, wo verschiedene Missionen zusammenlaufen und wo auch verschiedene Leute gleichzeitig eine Mission haben könnten. Ne, zum Beispiel Söldner haben eine Mission bei dem Distribution Center A, während ein anderer beim selben Distribution Center irgendwas handelt oder irgendeine Lieferquest hat. Vielleicht kommen auch Piraten, es gibt vielleicht auch PvP-Zusammenkünfte. Das ist so ein Hotspot. Das ist vielleicht die beste Beschreibung für diese Location. Übrigens, diese Locations findet ihr sowohl auf Microtech als auch auf Hurston. Es soll wohl insgesamt 13 Stück davon geben. Was ihr ebenfalls auf beiden Planeten findet, sind die neuen Tierchen. Es soll zwei geben, eventuell noch ein drittes. Wir haben einmal diesen lustigen Vogel hier und wir haben auch noch einen Hundi. Ja, die sind in verschiedenen Farbvariationen verfügbar. Müsst ihr einfach in der Open World suchen und da gibt es sogar Quests dafür. Zum Beispiel gibt es eine Quest, um so ein Horn von so einem Hundi sich zu holen und dann entsprechend abzugeben. Was es als drittes noch geben könnte, sind die Space-Kühe. Haben wir bisher aber noch nicht gefunden. Vielleicht kommen sie noch als neutrale Tiere, die jetzt einfach nur so in der Spielwelt aktiv sind, mit rein. So, apropos Missionen. Es kommen neue Trading-Missionen ins Spiel, die mit dem physikalischen Verladen zusammenhängen. Jetzt kommen wir mal zum Trading-Part allgemein. CRG plant, dass es Missionen gibt, wo wir größere Mengen von SCU in unser Schiff laden sollen, von A nach B bringen und dann wieder entladen sollen. Das geht alles über diese Lastenaufzüge, das heißt, wir müssen also physikalisch interagieren. Wir können aber auch beim Trading weiterhin eine automatische B- oder Entladefunktion benutzen. Das Ding ist aber, diese Automatik funktioniert ausschließlich bei Locations, wo unser Schiff gestort werden kann. Das heißt, nur in den großen Städten oder an Spaceports. Lande ich bei einem Außenposten auf irgendeinem Mond, muss ich zwingend mein Schiff physikalisch beladen über den Frachtaufzug. Das heißt auch, dass die ganzen Handelsposten, diese Mining Areas, jetzt diese Lastenaufzüge besitzen. Dort sind solche Kästen, wo man dann sein Zeug sich rufen kann und da muss man das eben ins Schiff reinbringen. Und das wiederum heißt, Multi-Crew Trading wird auf jeden Fall bei größeren Schiffen sehr attraktiv. Hoffen wir mal, dass CRG auch dann die Wirtschaft ein bisschen rebalanced, die ganzen Preise anpasst, damit es sich auch lohnt, weil ansonsten wird es keiner machen, wenn ich 5 Stunden brauche, oder okay, ist übertrieben, wenn ich eine Stunde brauche für 20.000 Alpha UGC als Gewinn und da habe ich noch Risiko mit Piraten und so weiter, wird es eher schwierig werden. Aber auch dazu kann ich euch aktuell nur sehr wenig sagen, weil noch sind diese Missionen nicht im Patch drin, die rutschen noch rein in den nächsten Tagen und Wochen.
Was auf jeden Fall geplant ist, dass diese Missionen auch am Fraktionssystem hängen. Und das heißt, wir könnten dann über irgendwelche Trading Runs auch Fraktionsruf sammeln. Und, Stichwort Fraktionen, sie arbeiten an der Fraktionsfeindseligkeit. Die kommt in 3.23 nach Plan rein und macht folgendes. Wenn ein Spieler irgendwelche Dinge tut, die einer Fraktion nicht gut gefallen, dann sammelt er einen negativen Ruf bei der Fraktion und die Fraktion wird auf diesen Spieler entsprechend dann reagieren. Das heißt, entweder sind wir Verbündete oder wir sind Feinde oder eben neutral. Wenn man verfeindet ist, dann kann man diese Fraktion quasi nicht mehr, ja, benutzen. Es ist noch nicht drin aktuell, leider. Ich konnte es noch nicht testen, aber es scheint so zu sein, dass man als Spieler tatsächlich negativen Ruf bei zum Beispiel der Crusader Security haben könnte. Und dann ist es egal, ob du Crimestead hast oder nicht, du kannst dann bei Orison nicht landen. Weil das gehört ja der Crusader Security. Oder auch bei Seraphim Station. Und wenn die dich finden, wenn du irgendwo so eine Security über den Weg läufst, zu Fuß oder mit einem Raumschiff, dann schießen die dich tatsächlich ab. Das ist genau das, was dieses Fraktionssystem macht. Und das heißt, wir haben neben dem bisherigen Crime-System, was eher so eine kurzfristige Lösung ist gegen, ja, kriminelle Spieler, auch eine langfristige Geschichte mit dabei. Das gilt aber natürlich auch für die Piratenfraktion. Ja, es ist auch geplant, dass wir bei Piratenfraktionen in den Plusruf kommen können und dann helfen die uns. Mal gucken, wann das dann richtig drin ist, dazu nachher noch ein bisschen mehr, vielleicht im Stream oder in den nächsten Tagen und Wochen, sobald wir das im Detail wissen. So, was kommt noch hinein? Natürlich neue Vehikel, also Raumschiffe und Fahrzeuge. Auf dem Plan für 3.23 ist aktuell noch nichts zu finden, jedenfalls nicht in der Roadmap, aber wir wissen schon von Sneak Peeks und anderen Sachen von CIG, dass da einiges in der Mache ist. Zu nennen wäre natürlich die Polaris. Die ist sehr, 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 sehr weit und sollte mit Invictus, also 3.23, online gehen, also flight-ready werden. Das gleiche gilt auch für die Zeus-Reihe. Ob das nur alle sind oder nur zwei davon, weiß ich nicht, aber die Zeus ist genauso weit wie die Polaris, dürfte also auch passen. Hinzu käme noch ein Rover, nämlich der Matic Rover. Der ist jedenfalls geplant von CRG. Sehr wahrscheinlich, dass der einfach mit reinrutscht bei 3.23. Und auch ein neues Hover-Vehikel, was wir hier gerade sehen, hat CRG auch vor kurzem erst angeteasert. Ein fünftes, weiteres Special-Vehikel könnte dann das hier sein von Mirai, ein schwerer Jäger für ein, zwei Personen mit Innenraum vielleicht, wissen es nicht genau. Und dazu gibt es noch sehr wenige Infos, außer eben diese offizielle Vorstellung von CIG, dass das Ding kommen soll. Und Invictus als Militärmesse ist eine gute Möglichkeit, um einen schweren, militärischen neuen Jäger von Mirai reinzubringen ins Spiel. So, was kommt noch hinzu? Nun, das Ingenieurs-Gameplay. Zumindest im Arena Commander soll es einen Test geben, so eine Art Experimental-Mode wie bei Master Mods vorher schon, wo wir das Ingenieurs-Gameplay in einer Herkules oder auch in anderen Schiffen testen können. Es war sogar schon im Evocati drin, allerdings noch nicht wirklich gut spielbar. Wir testen das dann bald noch aus und hoffentlich auch dann bald in Wave 1 und guckt mal, wie das Ganze dann funktioniert. Details habe ich dazu also aktuell noch nicht. Was sie hier planen, ist quasi dieses Multi-Crew-Gameplay, dass wir also Feuer haben auf dem Schiff, dass wir diese Relays austauschen sollen und dass wir natürlich auch die Energieverteilungen ändern und Komponenten reparieren, während das Schiff beschossen wird und so weiter und so fort. Also ein richtiges, ja, Multiplayer-Multi-Crew-Erlebnis an Bord eines Schiffes, was sich im Kampf befindet. So, und apropos Multiplayer und Multicrew, auch Xenothreat soll zurückkehren in 3.23. Wir spielen ja aktuell jetzt gerade diese Pre-Quest dafür, dieses Overdrive-Event. Es soll dann in 3.23 richtig weitergehen mit Xenothreat und das haben sie wohl groß aufpoliert. Mit mehr Schiffen, mit mehr Kram, mit vielleicht noch mehr Idrissen, ich habe keine Ahnung. Wir haben es noch nicht gesehen, aber das dürfte sehr, sehr gewaltig werden. Und auch der Blockade-Runner soll ins Spiel reinkommen, also ein neues Event, angelehnt an den alten Ninetales Lockdown. Auch dazu mehr, sobald wir dazu mehr wissen. Um das Ganze noch zu krönen und performant zu machen und 30Ks zu verhindern, gibt es außerdem in 3.23 noch den Replication Layer, also das Update, das dafür sorgt, dass die Spielwelt nicht mehr am Server direkt gebunden ist. Das heißt, wenn der Server abschmiert in 3.23, dann hängen wir zwar kurz fest, aber nur ein, zwei Minuten und dann geht's nochmal weiter, weil ein anderer Server einfach die Stelle übernommen hat. Und das heißt, im besten Falle, wenn das klappt, fliegen wir ab 3.23 nicht mehr ins Hauptmenü, sondern müssen im schlimmsten Fall nur kurz warten und dann geht's weiter. Und auch das ist natürlich ein Quality-of-Life-Update in erster Linie, aber bereitet eben auch das Server-Mashing vor, was dann später noch folgen wird.
Ja, und generell, Quality of Life ist ein gutes Stichwort. Wir haben in 3.23 eine Menge Quality of Life. Ihr habt es schon gesehen, auch bei den ganzen UIs, wir haben mehr Farben, wir haben bessere Kontraste. Wir sehen jetzt auch den Unterschied zwischen einem Quantum-Marker und einem Hangar und einem Quest-Marker im UI. Das ist nicht mehr alles dasselbe mit solchen komischen Pfeilen. Wir können Feinde besser erkennen, wir können besser Dogfighten als bisher. Es ist eigentlich alles locker. Mindestens mal 20-50% besser spielbar aus meiner Sicht. Und es macht einfach mehr Spaß, weil es weniger clunky ist, weil es intuitiver ist. Wir haben den neuen Loot-Screen zum Beispiel, hier nochmal eine Aufnahme davon, wo wir viel, viel schneller einfach looten können. Das mag nicht immer ganz perfekt realistisch sein, aber es ist einfach vom Gameplay-Faktor so viel besser, weil es schnell und einfach geht und eben mehr einem Spiel entspricht, als wir das bisher hatten. Natürlich darf aber auch kritisiert werden, natürlich gehen sie an manchen Stellen vielleicht ein bisschen weit, Stichwort Sniper Glint, also dass man jetzt Sniper erkennen kann auf hohe Distanzen oder hier diese furchtbar hässlichen Ghosting UIs, ja, mit dieser Doppel-3-Vierfach-Schrift im Hintergrund, ganz, ganz grässlich, hoffen wir mal, dass sie da sich irgendwas einfallen lassen, bei vielen anderen Sachen aber muss ich sagen, ist das schon in Ordnung. Manchmal muss man einfach als Entwickler vielleicht einen Schritt gehen in eine weniger realistische Richtung, um einfach das Spiel voranzubringen und das Spiel spielbarer zu machen. Und ich glaube, wenn sie diesen Schritt jetzt gehen, an vielen Stellen, dann werden sie vielleicht in einem Jahr oder auch in 2 Jahren nochmal ein paar Sachen wieder reinbringen, die mehr realistisch sind. Aber der Fokus sollte immer sein, es ist ein Spiel in allererster Linie. Und ich glaube, mit 3.23 bekommt Star Citizen ein Update, was es spielbarer macht als jemals zuvor. Und damit sind wir auch eigentlich durch. Ich bin gespannt, was ihr zu allen Themen sagt. War es ein recht langes Video. Ich will gar nicht so ein langes Schlusswort machen. Ich hoffe, das passt so für euch als große Zusammenfassung für diesen Patch. Alles Weitere schaut gerne nochmal in die Let's Shows bzw. in die anderen News-Videos rein. Und ihr kennt es ja von mir, wenn 3.23 draußen ist. Wir gucken uns alles im Livestream an. Es wird für alle Features die Let's Shows geben im Detail. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Danke fürs Zuschauen und bis nachher im Stream. 65 degrees, last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on the road?